Was tun wir jetzt, Herr? Jetzt rufen wir zur Schlacht. Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Age of Conan, der siebten schon. Und wie versprochen, habe ich in der letzten Folge gesagt, wir wollen mal zu der Insel der Eisenstatuen schauen. Und ja, das werden wir jetzt heute auch machen. Wenn euch die Folge dann gefällt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Kommentar oder auch ein Abo, alles gern gesehen. Und unterstützt natürlich ungemein meinen Kanal, weil ich da halt dann auch ein bisschen Feedback bekomme von euch, wie euch denn das gefällt. Und ja, würde mich alles, wie gesagt, sehr, sehr freuen. So, jetzt würde ich sagen, machen wir mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. So, und jetzt würde ich sagen, ab nach Turan. Da haben wir nämlich noch gar nicht hingeschaut. Also ich persönlich schon, aber ihr, glaube ich, wart noch gar nicht in Turan dabei. Da schauen wir jetzt mal hin und dann gehen wir auf die Insel der Eisenstatuen. So, Zugangspässe. Schauen wir mal, wir können uns dorthin teleportieren. Das ist die Küste von Ardashir. Dort gehen wir jetzt mal hin. Und dann schauen wir mal, ob wir die Quest gemeistert bekommen oder halt ja die Instanz. Wie gesagt, ich hatte damals, glaube ich, nicht geschafft. Ich hatte damals ein bisschen Probleme bei dem Endboss, weil mir der Schaden einfach nicht gereicht hat. So, okay. Ich muss bloß schauen, wo ich hier eine Quest herbekomme. Nur kurz schreiben. Geht gleich weiter, Leute. Ich muss bloß was für den Raid heute Abend noch klären. Okay. So, schauen wir mal, ob hat der Quest. Arthus der Händler. So, schauen wir nochmal in unser Questbuch. Die vergessene Stadt. Na, wir müssen auf jeden Fall. Ich habe so viele Quests hier. Turan. Ardashir Feste. Ehrlich-Tempel ist T3,5. Küste von Ardashir. Arthus der Händler. So, okay. Leute, jetzt schauen wir mal. Ich weiß, wo es zu der Instanz geht, aber ob wir da auch Quests bekommen. Müssen wir jetzt mal schauen. Wir müssen hier was anklicken.
Insel der Eisenstatuen, Todmanns Hand. Nee, das war's. Hä? Ihr könnt dieses Objekt nicht benutzen? Todmanns Hand? Warum kann ich das nicht benutzen? Was ist hier los? Warum kann ich das nicht benutzen? Das ist typischer Pfadfinder. Wie komme ich dann an die Quest ran? Wie komme ich an die Quest ran? Insel. Was ist mit einer Quest? Muss ich noch was anders machen? Wie war denn das? Wie komme ich denn dorthin? Muss ich vielleicht erst diese Quest hier, den Küste Schaumwellen beschaffen, mit einem betrunkenen Piraten reden? Na komm, dann machen wir erstmal das hier. Ach, schade Leute, tut mir echt leid, aber ich wollte es euch jetzt gleich mal zeigen. Aber anscheinend muss ich da erst eine Vorquest erledigen oder so. Okay, dann schauen wir doch mal. Ich weiß es eben nicht mehr, es ist schon so lange her. Wie gesagt, ich hatte das schon ein paar Jahre nicht mehr gespielt und jetzt erst vor kurzem wieder reaktiviert. Und könnte sein, dass wir da was erledigen müssen. Wir müssen dort oben irgendwie hoch. Ah, komm, wir gehen mal aufs Kamel und schauen mal, dass wir da schneller hinkommen. Ah, super. Das war mir klar. Wir sind sonst darauf gestiegen. Wir müssen dort irgendwie hoch. Ja, dann können wir die Landschaft noch ein bisschen genießen hier. Echt ein sehr, sehr schönes Gebiet. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Muss irgendwo ein Eingang sein. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo das war. Das müsste jetzt einfach hier so ein, in so einem Hafengebiet oder sowas. So ein kleines Hafen. Dingsda-Bumsda. Ja, genau. Hier müssten wir eigentlich dann reinkommen. Schauen wir doch mal. So, haben wir hier betrunkenen Piraten. Okay. Schaumwein beschaffen. Okay, müssen wir wieder zurück zu Artus. Wenn wir gleich hier rüber können. Muss ich da eine Quest machen? Ich weiß es nicht mehr. Damit ich da reinkomme. Es kann schon gut möglich sein, dass ihr mich jetzt dann dorthin schickt. Ah, das will ich nicht machen. Bla 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 bla. So, okay. So wie mal, dass der mir jetzt hier eine Quest dafür gibt. Ah, okay, Todmanns Hand. Okay.
So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssten wir eigentlich, hoffe ich, zumindest. Todmannshand, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich hier Insel der Eisenstatuen. Okay, es geht noch nicht, aber es müsste funktionieren. Todmannshand. Okay, dann machen wir Todmannshand zuerst und ich denke mal, danach werden wir. Ich schaue noch mal auf die Map. Ich hatte hier ja eigentlich alles erledigt. Adashir. Den Ehrlich-Tempo brauchen wir noch nicht betreten. Okay, komm, wir machen jetzt Todmannshand. Ist, glaube ich, genauso schlimm. So. Einen verschwundenen Speer finden. Schauen wir mal, hier ist noch nichts los. Hier gibt es auf jeden Fall Quests. Das müssen wir hier hoch, glaube ich. Ich glaube, das sind jetzt halt einfach Vorquests, damit wir auf die Insel können. Mal schauen, wo der ist hier. Totenspeer. Beendet. Okay. Hier gibt es auch noch Quests. Ich weiß bloß nicht, was für Quests es hier sind. Ich will nicht mein Quest-Inventar vollballern. Weil ich eh schon keinen Platz mehr habe. Wo ist denn der jetzt? Bin ich ja einmal im Kreis gerannt, umsonst, oder was? Ach du. Hm. Quests, wenn wir hier hochgehen. Ist hier noch was? Nee. Vespera befragen. Na, wo ist denn die? Ja, die müsste hier oben stehen. Habe ich sie nicht gesehen? Und noch eins weiter oben. Ah, da ist er. Okay. Okay. Artus Bericht erstatten. Okay. Nehmen Sie keine Quests an. Und da kommen wir schauen mal, was die für Quests haben. Was haben die für Quests? Todmannshand. Artus Bericht erstatten. Gestohlene Truhe beschaffen. Na komm, das lassen wir jetzt mal. Da kann man immer noch reingehen. Später. Dann gehen noch mal zur Küste. Und schauen, ob wir dann die Quest bekommen.
dann schauen wir doch mal. Ich muss erst, glaube ich, die da drinnen machen. Okay, müssen wir nochmal in Totmanns Hand rennen. Schade. Aber hilft leider nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Hier muss ich aber schon mal gewesen sein. Okay, ich muss Wilde töten. Wo geht's denn hier lang? Hier lang? Crocodiles. Die lassen wir mal aus, die brauchen wir nicht. Ich denke mal, dass es wirklich erst danach ist. Aber dann sehen wir und schauen wir zuletzt das hier ein bisschen an. Krokodile. Wir müssen weiter in den Wald hinein, glaube ich. Sieh in diese Richtung. Aha, da sind Wilde, oder? Auf jeden Fall ein Wildschwein. Was ist denn jetzt los? Warum kann ich nicht anvisieren? Hallo? Ich kann ihn nicht anvisieren. Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Okay, ich bin aber, glaube ich, noch nicht in dem Bereich. Aber eigentlich schon. Ah, jetzt. Okay, und sind das andere, sind das denn meine? Die gehören anscheinend zu mir dann. Okay, die ist dann schon. Und Notbecken, okay. Aber wenigstens alle auf einem Fleck. Sehr schön.
Okay, einen Wilden noch. Schauen wir uns mal den hier. Ich weiß nicht, ob wir dann nach. Hätten wir. Was müssen wir jetzt hier noch machen? Hängende Leichen verbrennen. Hängende Leichen verbrennen. Wo sind die hängende Leichen? Was ist denn das hier? Eine Truhe. So sieht übrigens eine Raid-Truhe aus. Schön wäre es, wenn da was Raid-mäßig drin wäre. Leichen verbrennen. Wie viel brauche ich da von den hängenden Leichen? Sechs Stück. Eieiei. Schauen, ob ich hier was finde. Wo hängen denn die Leichen? Jetzt hier erstmal ein bisschen aufräumen. Eigentlich so wenig wie möglich hier pullen, aber wir hätten interessant. Ah, da hinten hängen sie. Okay. Dann gehen wir hier durch. Und hier hängen sie schon. Sehr schön. Nehmen wir das Lager markieren. Ich sehe ihn gerade auf einem Fleck und ich hier komplett über den Map verteilt. Das ist doch schon mal was. Irgendjemand castet hier schon wieder auf mich. Wer castet auf mich? Der da. Cast dich halt mal zurück. Okay. Sehr schön. So, wir müssen noch mit dem Quartiermeister reden. Der ist hier hinten. Ach du Kacke. Wie komme ich denn da jetzt hin? Um hier weiter. Dann machen wir das nur noch. Oh.
Ah, können wir nicht. Kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, dass ich hier war. Heftig. Schon so lange her alles. Okay, die gehen aber relativ gut runter, muss ich sagen. Liegt aber natürlich auch an dem Equip. Und wenn ich hier mit normalen 80er Equip reingehst, wird es schon schwerer. Okay, jetzt sind wir eine Art Vulkan hier oder sowas. Aber ich finde das Art-Design einfach grandios in dem Game. So. So eine Art Vulkan hier. Heftig. Hier irgendwo muss der komische Drost dann sein. Und dann denkt man, dass wir uns hier komplett durchkämpfen müssen. Sturmfeld an. Boah. Alter. Ewig die Buffs drauf hier. Wenn der Zauber nicht durchgehen. So, hier müsste eigentlich irgendwo stehen. Heftig. Vorne steht er. Der ist aber hässlich. Oh!
macht ihr denn? Rennt ihr hin? Okay, den Schaden von dem anderen kann ich locker wegheilen. Was? Beendet? Okay, Questaufgabe beendet. Ach, was mache ich denn? Das hätte ich gar nicht gebraucht eigentlich. Habe ich hier den Schmarrn. So, okay. Dann, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt zum Anfang zurück. Ich habe jetzt hier nichts weit. Ach, da unten muss ich nochmal hin. Akalia befragen. Okay, dann gehen wir doch mal dorthin. Hier rechts müssen wir den Ego geklärt haben. Müssen wir eigentlich gut durchkommen. Anderen Weg hier raus gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier geklärt. Dürfte eigentlich nichts mehr sein jetzt auf dem Weg. Ich hoffe es zumindest nicht, dass die jetzt nachspawnen oder so. Okay, jetzt bin ich falsch gelaufen. Ey, jetzt bin ich komplett falsch gelaufen. Okay, nochmal zurück. Hier musste ich lang. Genau, hier haben wir die Leichen verbrannt. Dann die wilden Wildschweine, die brauchen wir nicht. Für die Insel musste ich das Ding jetzt machen, die Quests hier oder was, auf dem Topans Hand. Ich komme da nicht drauf, steht da, ist nicht verfügbar. Knecht. Ging nicht. Hey, wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier komplett verkehrt, glaube ich. Hier irgendwo ist die.
komme ich jetzt in das Lager dann nicht rein, oder was? So, mal schauen, wo ist denn die hier? Irgendwo. Ja, da ist er. Okay. Das sind noch irgendwie Möppis. Möpple. Okay, ich glaube, gegen die Mutter wieder kämpfen müssen. War mir klar. Oh, die auch gut rein. Okay, das gehört anscheinend dazu. So, gut Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut und ich schaue jetzt, dass ich in der nächsten Folge mal das mit die Eisenstatuen irgendwie hinbekomme. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.